So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Mount and Blade 2 Bannerlord, dem Europamod 1100. Also der ist noch mit drauf, ne? Und es ist immer noch der östliche Run. Bevor wir hier aber die Folge starten und weitermachen, ganz kurz eine Info für euch auf YouTube. Für euch auf Twitch auch, falls ihr es nicht mitgekriegt habt. Ich hatte die Mod ursprünglich installiert über Steam. Die Mod gemacht haben, haben die Mod geupdatet. Und Steam hat die Mod natürlich mitgeupdatet und dann lief das Spiel nicht mehr. Ich musste jetzt, kurze Story, also ich brech's runter. Ich musste jetzt relativ viel machen, dass es funktioniert hat. Ne? Normalerweise alles über Steam, konnte das jetzt extern irgendwie regeln, habe die Sachen wieder gedowngradet auf den alten Speicherstand, auf die alte Version und so und es läuft wieder. Es gibt aber ein paar kleine Änderungen. Der Ladescreen ist anders, das heißt, wenn ihr jetzt einen anderen Ladescreen habt, liegt es daran, dass ich halt drum tüfteln musste. Und wenn irgendwas nicht funktioniert oder irgendwie sich ein bisschen was geändert hat, liegt es daran, dass die Sachen halt ne, nicht mehr über Steam, sondern über extern laufen. Einfach, dass ihr Bescheid wisst. Gut. Und weil ich alles neu installieren musste, für euch auf Twitch, ihr müsst mir schnell ein Feedback geben zu den Sounds. Wenn das Spiel zu laut ist in der Schlacht oder sonst irgendetwas, müssen wir an den Sounds nochmal rumtüfteln. Gut. So, und damit sind wir wieder da. Weiter geht's. Ich bin sehr froh, dass ich das hingekriegt habe und wir diesen Run nicht wegschmeißen müssen. Das hätte mich sehr, sehr enttäuscht. Das wäre blöde gewesen. So, wir sind noch in eine Auseinandersetzung geraten mit dem Byzantinischen Reich. Und ich wollte ja hier die Insel noch, weil ich bin super gierig. Hab mir aber überlegt, ist das überhaupt, also macht das überhaupt Sinn? Wir bewegen uns da mal hin. Und wenn dieser Krieg vorbei ist, dann voten wir alle raus. Die ursprüngliche Idee war ja, alle anderen Adligen einfach irgendwie auszuknipsen. So, und weg sind sie. Ne, vor allem die Clans, die noch sehr wenig Mitglieder haben. Warum ist hier nur ein Mitglied? Er starb im Jahre 1107 mit 57 eines natürlichen Todes. Er ist vor 2 Jahren draufgegangen und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Es gab keine Trauerfeier. Okay, die bestehen auch nur noch aus jeweils nicht mehr so vielen Leuten. Tja, dann alles klar. So, wir müssen unsere Hab und Gut hier hinten verteidigen. Und wir begeben uns da natürlich hin. Ich kann eigentlich die Truppen noch ein bisschen auffüllen, ne? Was? Nikolas Clan. Ah, das sind Rebellen. Das sind die Rebellen, die, glaube ich, hier rebelliert hatten in Genua. Die wollten sicher die Schweiz gründen. Ah, das ist eine Anlehnung an meinen alten Run. Ah. So, nehmen wir hier noch ein paar Reiterchen mit? Können wir hier noch ein paar Reiterchen mitnehmen? Nein. Aber wir können hier ein paar fixfertige Kämpfer mitnehmen. Genua, da war doch was. Reden wir nicht drüber, okay? Reden wir nicht drüber. Wer wissen will, worum es geht, einfach die alten Folgen gucken. Ist auch ein sehr, sehr schöner Run gewesen. Hat mir super viel Spaß gemacht. Kurze Frage, wie heißt die Mod auf Steam? Weil Europe 1100 finde ich nicht. Das liegt daran, dass, und das ist das, was ich auch vorhin erklärt habe für euch auf YouTube, die Mod müsste über Steam derzeit deaktiviert sein, weil es bei dem Update ein Problem gab und man da wohl noch nach einer Lösung sucht. Thessaloniki wird belagert. Hatten wir viel drin? Ah, es geht so, ne?
Ah, es wird aber gerade verteidigt, super. Mischen wir uns ein? Nein, wir mischen uns nicht. Ich würde eigentlich noch gerne wissen. Wenn halt jemand anderes mal noch drauf gehen würde, ne? Hier, wenn wir irgendjemanden irgendwo befreien könnten oder so. Ach ja. Wir könnten die Siedlung theoretisch noch mitnehmen. Ja, ich gehe jetzt diese Burg holen, weil ich finde, die gehört einfach dazu. Tja, wir belagert. Oh, oh, guck mal, was wir hier alles abschließen, was alles gebaut wird. Reich werden wir. Reich sind wir schon. So, die Wanderin. Handelsgerüchte, Karawansamen Handelsgerüchte. Das spielt ja eigentlich keine Rolle. Sie kann beides. Penelope, ja klar. Die schmeißen jetzt alle, die Gefangenen kommen alle in meine Stadt und dann kommen die Lösegeldhändler ran und holen das Lösegeld von uns. Ja, ja. Oh nein, für null! Ich habe den für null verkauft, weil ich nicht geguckt habe, wie viel. Ach nö. Ich Vogel. Na gut. Wir hatten noch alles vertickt hier. Ja, sehr gut. Werkstätte wären ja theoretisch noch interessant, ne? It is my. Danke. Ich kaufe noch seine Olivenpresse. Es ist nicht so, dass wir nicht genug verdienen würden. Und im Grunde genommen laufen die Geschäfte wieder nicht richtig. Ich freue mich schon sehr, wenn hier endlich mal ein Update kommt und die verdammt nochmal richtig laufen. Aber solange sie keine Verlust machen, ist gut. Dann laufen sie halt mal ein paar Tage nicht. Ist auch wurscht. Ah, da sind wir schon dran. Okay. Dann machen wir gleich den, wenn sie hier Ideen holen. Ne? Da bin ich gespannt, ob das an mich abgegeben wird, weil ich ja theoretisch hier recht in der Nähe bin, ne? Okay, der Clan wurde vernichtet. Ich weiß nicht, aber nicht zu welchem Königreich der gehörte. So, dann haben wir 12 Tage Nahrung. Wir warten sicher, bis er diese Burg da eingenommen hat, ne? Lösegeld? Ja, klar. Wie viel brauchen wir noch, bis wir Gaunerei 1 höher haben? Banditentrupps, die sich ergeben, bieten immer an, sich euch anzuschließen. Nein. Rüstungspunkte für ausgerüstete zivile Käuberrüstung. Ja, das ist gut. Ich würde super gerne eigentlich noch Banditen irgendwo in eine Gasse schmeißen, ne? Sehr schön. Dieses Castle wurde genommen. Die Wahl hat begonnen. Nein, wir sind nicht mit drauf. Ärgerlich. Aber wenn er das kriegt, ist die Chance ja relativ hoch. Also wir können ihn dann rausschmeißen. Ich stehe mal leicht für ihn, damit er das kriegt.
Die schmeißen eh alle raus. Wir haben am meisten Einfluss. Die schmeißen alle aus dem Königreich raus und dann treten wir aus dem Königreich aus und dann ist es nur noch sie gegen uns. Dann gründen wir ein eigenes Königreich und dann haben wir den Bürgerkrieg, den ich schon so lange herbeisehne. Aber dann kriege ich das Castle wahrscheinlich auch nicht. Obwohl, ich hab's eingenommen dann, ne? Nächste Anstifter. Du meinst Altair. So, Johnny, grüß dich. Sporn, hallöchen. Altair, der Anstifter. Ich habe nichts damit zu tun. So, wir brauchen nur einen Katapult. Die Schweiz ist wie immer neutral. Ja, aber wir sind hier nicht die Schweiz. Ausnahmsweise mal nicht. Normalerweise gründe ich ja immer die Schweiz. Ja klar, wenn ihr mir Geld bietet, ich nehme das gerne. Ich brauche das Geld eh irgendwann, um alle zu erpressen oder anzustiften, die Seiten zu wechseln. Martha die Schwarze. Verwundete Truppen, keinen Sold mehr. Einfluss durchgespendet, keinen Sold mehr für verwundete Truppen. Sagen wir schnell durch die Liste durch. Ich bin so froh, dass ich es geschafft habe, dass die Mod wieder läuft, ne? Das klingt alles nicht so neutral. Gib mir all dein Geld, dann erkläre ich dir, was ich meine. So. Wir sind gleich drinnen. Wir nehmen den raus. Machen das hier. Super. Also. Ja, ja. Attack! Ihr seht es, das ist ein anderer Ladescreen. Dringend Fancam für Präzisionsmalus, dann mach du das mal. Ja! Oh Gott, die stehen ja alle da perfekt. Perfekt für einen Katapult. Männer, ich möchte, dass ihr euch hier aufstellt. Und dann die Speere werft. Ihr seid byzantinische Infanterie. Weil wir gerade das byzantinische Reich übernommen haben. Werft eure Speere, tötet sie alle. Werft die Speere, werft die Sachen, werft sie hoch! Da fliegen sie! Da fliegen sie! Da fliegen sie! Die Schilde brachen! Die Männer fielen!
die alle geworfen. Ich sehe noch Männer mit Speeren. Ja, besser ist du, wirfst sie. Nochmal. Hopp. Wie sieht es hier aus? Haben sie alles geworfen? Mein Herr, sie haben noch Wurfspeere. Werfen sie die bitte. Angriff. Stimmt. Stürmen die das Ganze jetzt. Sehr schön. Aber das war cool mit den Wurfspeeren. Mega nice. Ich frage mal vorsichtig. Ist das Genfer konform? Like was? Genf wie bitte? Was? Ich möchte, dass man mir mein Schwert wiederbringt. Ach so, das ist ein Objekt, wo ich reinschießen kann. Ja, geht's jetzt. Tja, wo habe ich jetzt meine Waffe hingelegt? Naja, ich krieg die am Ende ja wieder. Was genau ist dein Plan? Das wäre ein perfekter Ort für ein Luftattentat. Ich bin nicht der Altair. So, 5 sind draufgegangen. Okay, herrschaftliche Ketten. Die sind besser als mein legendärer Cloak. Echt jetzt? Tja, dann nehmen wir den, hä? Ich glaube, den Rest lassen wir hier, das spenden wir den Männern. Damit wir nicht mehr zu bremsen sind hier. Wir zeigen Gnade. Also Führung für uns. Truppengrößenlimit plus 10. Plus ein Clanplatz. Gefährtenlimit plus 1. Kampfmoral. Nein, wir machen das obere. Das hier ist sinnvoller. Weil das ermöglicht uns einen Platz mehr. Ich zeige das gleich. Bei den Truppen, die ausgehoben werden können.
Bewegungsgeschwindigkeit für Bogenschützen in eurer Formation. Rüstungsdurchdringung. Schatz, du bildest die Bogenschützen aus. So. Hier, Truppen. Jetzt können wir 7, also 6 von 7. Vorhin hatten wir 6 von 6. Und wir können 10 Mann mehr mitnehmen. Haben die hier eigentlich einzigartige Einheiten? Nein, das ist auch Greco-Romanum. Na, da bin ich wieder nicht dabei. Da kriegt er das wieder. Okay. Wir unterstützen ihn mal, damit einfach die Beziehung mit ihm sich verbessert und wir bei Charmant sein noch ein bisschen was leveln. Die schmeißen wir eh gleich alle raus. Ich überlege gerade, ob wir ihn jetzt schon rausschmeißen. Damit wir einen höheren Anspruch auf die Sachen hier hinten haben. Weil er geiert sich gerade hier was zusammen. Das passt mir nicht so recht. So, sie stimmen alle mit Nein. Aber ich möchte den Perser gerne rausschmeißen. Stimmen immer noch ein Großteil mit Nein, aber es sind nicht mehr alle dabei. Das kostet uns viel Einfluss, aber ich glaube, die kriegen es hin. Stimmen immer noch mit Nein. Jetzt ist es plus 2, vorhin war es glaube ich noch plus 3. Das heißt, einer kann nicht mehr abstimmen, weil sie keinen Einfluss mehr haben. Jetzt ist es 50-50 und jetzt fliegen sie raus. So, der Clan ist nicht mehr da. Sie haben sich die Burgen geschnappt, die eigentlich rechtmäßig uns gehören. Jetzt gucken wir mal, wie es neu verteilt wird. Oh, ist das gemein. Gemein, gemein, gemein. Ja, wir kamen mit Morden und Meucheln nicht weiter, also haben wir uns für Diplomatie entschieden. Für Politik. So, ja. Mhm, das kriegt sie also. Wir stimmen hier für sie. Das ist ein kleiner Clan, den schmeißen wir vielleicht irgendwann mal raus. Das ist hinten in Persien, ne? Ganz kurz. Das ist hier hinten, ne? Hier hinten. Von ihr habe ich übrigens die Mutter töten lassen im Kerker. Ich meinte, das war der Clan. Bin nicht mehr ganz sicher. So, Arvi Castle. Das dürfte auch an sie gehen. Wir stimmen hier aber für ihn. Es geht nur darum, um die Beziehung mit ihm zu verbessern, um bei Charisma ein bisschen Punkte zu kriegen. Wenn die Beziehung mit ihm verbessern, kriegen wir Punkte darauf. Sie kriegt es ja trotzdem und wir verlieren keinen Einfluss, weil wenn wir für etwas stimmen, was nicht durchgesetzt wird, kriegen wir unseren Einfluss wieder, weil wir das ja bei Ausstrahlung geskillt haben. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich meinte hier, gutmütig. 100% zurückgehaltenen Einfluss, wenn ein Unterstützervorschlag nicht verabschiedet wird. Läuft bei uns. Läuft bei uns. So. Ein wundervoller Mediziner, den ich ja zwischendurch ein bisschen zum Bogenschützen noch ausgebildet hatte. So. Das Castle hier jetzt. Bin ich gespannt. Da bin ich ja wieder nicht dabei. Ich enthalte mich. Muhajid al-Muk. Hat er jetzt gekriegt. Und jetzt das hier unten. Ich könnte sie alle überstimmen, weil niemand hat mehr Einfluss, um groß noch was zu machen. Also, wir enden Byzanz noch und dann schmeißen wir die ganzen Schufte raus. Dafür, dass ich jetzt hier wieder alles in die Wege geleitet habe, dass wir möglichst viel kriegen, habe ich es trotzdem nicht gekriegt. Mann, Mann, Mann.
Medizin, Baukunst, Vogt. Vogt. Die Gewürzefrau. Die Gewürzehändlerin wäre tatsächlich zu gebrauchen, weil sie ein bisschen Vogt hat. Also, Madame, heben Sie bitte eine Truppe aus, bis wir... Auch wenn sie Gewürzehändlerin ist, soll sie jetzt eine Armee schnell aufbauen, weil sie bei Vogt ein bisschen Punkte hat. Das heißt, sie kann ein bisschen was machen. Es geht nur um Masse. Misra Castle. Aber warte mal schnell, er hat eine andere Siedlung gekriegt. Was hat er denn... Wo gab es denn noch was zu holen? Also, dann das Castle hier. Ah, super, da bin ich wieder mega kacke, Mann, ey. Ja, 50-50. Es hat niemand mehr Einfluss. Ich kann alle aus dem Königreich rausschmeißen. Wir haben so viel Einfluss überall. Außer den Anführer, den können wir nicht rausschmeißen. Wer erklärt uns den Krieg? Wer hat uns jetzt gerade den Krieg erklärt? Hä? Surkap von den Banu Anas erklärt den Seljuk Empire den Krieg. Surk. Weil er aus dem Königreich geflogen ist, hat er uns den Krieg erklärt. Ja, das scheint ihm nicht so nicht so zuzusagen, so wie es aussieht, ha? Ja, so ist das also. Aber das ist gut für uns, weil das bedeutet... Das bedeutet im Grunde genommen für uns, dass sie dem Königreich hier jetzt den Krieg erklären. Das heißt, das Königreich hat dann zu kämpfen mit Leuten gegen... Also, ne? Und das führt dazu, dass wenn die uns lösen von dem ganzen Bums... Dass wir wie Verbündete haben. Also dadurch, dass wir dafür sorgen, dass sie aus dem Königreich fliegen und sie dem Königreich dann den Krieg erklären und wir dem Königreich austreten und ein eigenes Königreich gründen, dann sind die, die rausgeflogen sind, mit dem Königreich, gegen das wir dann ja auch aufbegehren im Krieg. Das heißt, wir wenden alle gegen den König. Das ist natürlich gemein, aber so ist es halt jetzt. Politik, er ist nichts Persönliches. Es ist nichts Persönliches. Ganz genau. Als ob das so einfach ist. Nein, es ist nicht so einfach. Es ist einfach, weil wir...
Also man darf nicht vergessen, dadurch, dass wir gegen die Crusader Army, also gegen die Kreuzzugarmee, mehrfach gewonnen haben, haben wir sehr viel Einfluss generiert. Ja. Dadurch, dass wir auch die Horden, die Mongolenhorden oder die goldene Horde, ich weiß nicht, wie die Horde heißt, es ist eine Horde halt, eine reitende Horde. Dass wir die besiegt haben, hat uns auch sehr viel Einfluss gegeben. Das heißt, wir haben große Schlachten gekämpft und haben sehr viel Einfluss in diesem Königreich generiert damit. Die anderen haben nichts derart Großes vollbracht. Die haben keine Heiden aus den Heiligen Landen geworfen. Die haben keine Bedrohung aus dem Norden geschlagen, sondern das waren wir. Unsere Familie, unser Clan. Dadurch haben wir viel Einfluss. Und diesen Einfluss nutzen wir jetzt, um unsere Macht in dem Königreich auszubauen, indem dass wir andere Clans ausschließen. Um dann unser eigenes Königreich zu gründen. Aber ich lerne hier auch gerade Sachen, die ich vorher nicht wusste. Also, dass das jetzt so unterstützend funktioniert. Baugeschwindigkeit. Dass das jetzt so wahnsinnig unterstützend funktioniert, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Clans, die wir aus dem Königreich werfen, dass die teilweise dem Königreich einfach den Krieg erklären. Das kam jetzt dann doch unerwartet. Die Gewürzehändlerin, Zweikampf. Schaden an Schilden durch Truppen in meiner Formation. Ja, meine Siedlung wird regelmäßig angegriffen. Wie hungern sie übrigens aus, ne? 525 Garnisonen drin. Nicht mehr lange. Sie haben ja auch keine großen Armeen, um das irgendwie zu verteidigen. Sie sind ja sehr geschwächt. So, die bleeden. Nice. Garnison schrumpft. Wie passt das nicht, dass er mich jetzt hier unterstützen will? Was? Jetzt habe ich die ganze Vorarbeit geleistet und du hast jetzt das... Ja, dann viel Erfolg, das hier einzunehmen. Ohne meine Hilfe. Du kannst hier nicht einfach anmarschiert kommen und dann sagen, jetzt greifen wir an und du hast mitzukommen. Ich habe mehr Einfluss in dem Königreich als du. Du Sack, du. Tja, und es könnte sein, dass das natürlich schief geht jetzt hier, dein Angriff, wenn ich nicht mithelfe. Es sieht sogar danach aus, dass es schief geht. Hm, 200 gegen 300, aber die Verteidiger haben immer einen großen Vorteil. Das schafft er doch noch.
Ah, das ärgert mich. Ich hätte gehofft, er schafft es nicht. Das wird aber knapp. 80, 50. Na, kriegt's hin. Das ist schade. Haben wir alles vorbereitet? Ich dachte, ich mische mich mal nicht ein, weil wenn sie es nicht schaffen, dann stiebt vielleicht jemand von den Adligen. Plus 2 Erfahrungen für alle in der Truppe. Dann könnte es sein, dass vielleicht jemand drauf geht. Und wenn jemand drauf geht, könnte das bedeuten, dass ein Clan ausgelöscht wird, ohne dass wir uns die Hände schmutzig machen müssen. Also nicht so, dass wir es nicht schon getan hätten. Wie häufig will der Clan eigentlich noch ausgelöscht werden? Stimmt darüber ab, über den neuen Besitzer von Sredez. Ja, ich unterstütze das mal mit viel für mich selber. Sodass der König nicht dagegen stimmen kann. Tja, blöder, dass sie es jetzt eingenommen haben, aber wie es am Ende trotzdem besitzen. Ja, ja, wie schön. So, wir belagern noch die letzte Burg. Martha die Schwarze wurde befreit. Ich hätte die Gefangenen noch verdicken sollen. So, Hassan der Prinz. Verwundete Truppen zahlen kann. Sollten wir. So, die Garnison schrumpft schnell, weil sie haben nicht viel Nahrung. Dann muss ich mir nur noch überlegen, welche Familien wir alles aus dem Clan aus dem Königreich rausschmeißen. Und welche wir versuchen drin zu behalten und auf unsere Seite zu ziehen. Weil einige der größeren Clans könnten wir unter Umständen für unsere Sache begeistern. Das heißt, wir treten aus dem Königreich aus, versuchen möglichst viel rauszuschmeißen. So ein, zwei Clans lassen wir drin. Ausdauer für meinen Sohn und Intelligenz soll es sein. Und die dann von unserer Sache zu überzeugen. Wir machen bei 3. Bei 3 gehen wir rein. Athenai ist Stufe gestiegen. Oh, wir müssen die Sache noch... Ich vergesse das doch jedes Mal wieder. Und wenn mich im Chat niemand dran erinnert, dann... Konstantinopel rekrutiert immer ein bisschen mehr. Bitte auch so. Danke. Gut. Die letzte Festung von Byzanz. Danach ist Byzanz erledigt, oder? Da hat uns jemand den Krieg erklärt. Ah, die gehören auch dazu? Also schauen wir doch nicht so einfach. Banu Anas Clan wurde vernichtet. Ich meinte, das ist der Clan,
Ja, genau. Hier. Er hat dann nichts mehr, ne? Wenn er nichts mehr hat, kein Königreich ist, dann löst sich der Clan auf. Also wir haben, im Grunde genommen haben wir sie in den Tod geschickt, dass wir sie aus dem Königreich geschmissen haben. So, wir greifen an. Ich wollte eigentlich noch einen Katapult bauen, aber das ist sinnlos. Das dauert mir zu lange. Ich will nämlich jetzt rein hier. Weil ich auch langsam anfangen will, das Königreich von innen heraus zu schwächen. Archers! Warriors! Take the arrow for red! Hear me! Give them hell! So, ich kann nach Belieben schießen. Das ist nämlich standardmäßig aus. Das sind schon ziemlich taffe Verteidiger, die hier drin sind. Nicht schlecht. Das muss man Byzanz schon lassen. Sammel die Speere mal ein, um neu nochmal aus sicherer Entfernung die Speere zu werfen. Darf ich hier nochmal? Hallo? Ah, so viele stehen gar nicht mehr, hä? Der hat nur einen Dolch oder was? Ich liebe das Geräusch. Was macht ihr denn da? Angriff. Schöner wird's nicht mehr. Okay, der ist tot. Jetzt wisst ihr auch, warum ich mich auf Buschspeere spezialisiert habe. Weil es einfach verdammt nochmal witzig ist. Wo ist er? Hier. Hier, halten Sie mal.
Oh, war das nicht okay? Oh, war das nicht okay? Nein, das war nicht okay. Und deswegen machen wir es nochmal. Wo haben wir einen? Wo ist jemand? Hallo? Ich muss mal was zeigen. Oh, die haben da sogar Öl. Einfach mal einen Stein in die Fresse geworfen. Das könnte von mir ein Hobby werden. Ah, wir haben sogar den Emperor gefangen genommen. I yield. We are at- Okay. Ein Teil der Erfahrung geht natürlich raus. Dankeschön. Deine Gnade. Schmeißen wir die restlichen Schwerter noch raus. Katafraktenstreitkolben. Na gut. Und here we go. So, ich bin davon überzeugt, dass wir die Burg kriegen werden. Ist ja niemand weit und breit, der sie uns abnehmen könnte. Aber dass der noch dazu gehört zum Ding, das wundert mich jetzt schon, vor allem weil er auf der anderen Seite ist. Na gut, wenn die sie eh kriegen, dann kann ich auch gleich die Sachen in Auftrag geben, nicht wahr? Wir kriegen es nicht! Was? Wie bitte? Ich möchte, dass die aus dem Königreich verbannt wird. Haben alle wieder ein bisschen Einfluss, hä? Aber wir haben noch 5900. Nein? Ich bin dafür, dass sie fliegt. Das ist meine Burg hier. Ich setze sie jedes Mal in Gang. Sie setzen Einfluss ein, um dagegen zu stimmen. Ja. Langsam wird es was. Langsam wird es was. Ja, wenn es noch ein, zwei Leute, die rausfallen, dann haben wir es. Knappe Sache, knappe Sache. Jeder stimmt mit unterschiedlich viel. Fifty-fifty. Wolf-Clan wurde vernichtet. Ist das Bayern? Hast du nicht einen Skill, wo du Einfluss zurückbekommst, wenn es schief geht oder so? Ja, habe ich. Aber jedes Mal, wenn ich dagegen abstimme, bedeutet das auch, dass ich ein bisschen Streit anfange mit den anderen im Königreich. Das will ich nicht. Wenn ich mich enthalte, dann ist gut. Ah, sie soll das kriegen. Ja, nee, macht total Sinn. Ich stimme hier ein bisschen dafür. Ah ne, das ist nicht das hier. Sie kriegt das hier. Hier hinten. Das macht schon Sinn, wenn sie das hat. Oh, die haben aber viel, die haben viel Besitz. Die haben viel Besitz.
Ich enthalte mich. Ich habe nur noch 4732 Einfluss. Das ist wieder eine andere Siedlung, ist die hier. Jetzt kommt die hier dran. Unglaublich. Unglaublich. Ich überlege, die Familie mit aufzunehmen bei mir. Auf der anderen Seite könnten wir auch alles rausschmeißen und wenn wir mit irgendjemandem in den Krieg rutschen, dass wir den dann mitnehmen. Wir hatten zu wenig Clans bei uns, das wäre ein Problem. Ich will mal schnell gucken. Kann ich nicht gucken, welchen Rang wir haben? Das Problem ist, sie sind Clan Rang 4, aber sie wären, ja. Die sind 5. Auch 5. Wir haben dann alle ein bisschen wenig Mitglieder, ne? Auch 5. Auch 5. 4, 5. Die haben 3. Die haben nur 2. Ich würde gerne wissen, wann die Kinder das Alter erreichen. Das wären die zwei Clans, die würde ich jetzt zum Beispiel noch sagen, die nehme ich zu uns. So, wir verkaufen auch die Adligen. Der Stier. Also, bulgarische Bogenschützen. Nein, nicht für uns. Aber wir müssen natürlich die Stadt noch anständig verwalten. Das hat Priorität Nummer 1. Dann die Werkstätte. Dann machen wir den Rest hoch hier. Tak, 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 tak. Pumpen hier ein bisschen Geld rein. Das ist nämlich eine Stadt, die wir behalten werden. Was meint ihr, Chat? Welche Clans sollen wir drin lassen? Die zwei, also die hier. Und dann noch, was sind die anderen? Die hier und die hier. Das wären dann 3. Meine Gemahlin ist wieder schwanger. Nicht schlecht. Um ehrlich zu sein, kann ich das super schlecht verteidigen. Können wir mit Byzanz nicht Frieden schließen? Dann 3, 3, 4. Wir schließen Frieden. Auf der anderen Seite könnte ich eigentlich, wir könnten auch nicht Frieden schließen und könnten dann alle rauswerfen und dann den Vorwand nehmen. Das ist doch klappt. Wir könnten die Familie drin behalten. Ich habe nämlich das Gefühl, dass er durchaus gewillt wäre, sich unserer Sache noch zu verschreiben. Okay. Wir gehen zurück nach Konstantinopel. Konstantinopolis.
lassen hier noch die Auseinandersetzung Auseinandersetzung sein. Schauen, wen wir noch rausschmeißen können mit unseren 4800 Einfluss. Ja, ja. Weil solange das Königreich noch mit jemand anderem im Krieg ist, ist das vielleicht sogar ganz gut für uns. Zolleinnahmen in der regierten Siedlung. Sold für Söldnertruppen. Ausbezahlter Sold für Warten in der Siedlung. Wir warten ja häufiger mal in der Siedlung und Söldner haben wir gar keine dabei. Von daher... So, die Wanderin soll bitte wieder. Und... Madame Schwarze baut die Armeen wieder auf. Und zwar ein bisschen zügig. Buchan-Clan. Gut, das schmeißen wir einfach konsequent alle raus. Okay. Wir machen mal die schwächsten Familien raus und gucken mal, was an den größten Familien noch übrig bleibt. Das steuern wir jetzt von Konstantinopel aus. Frieden schließen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Nicht Nein stimme. Also. So, die neue Karawane. Dann gucken wir im Königreich mal. Wir gucken mal. Wen haben wir noch? Es ist überschaubar viel. Ich würde sagen, die kicken wir noch raus, oder? Also das ist Clan Rang 4, 5. 5, 5, 4, 5, 5, 4, 7. Das ist der Königsclan, den können wir nicht rauskicken. Wir machen jetzt mal abhängig von den Mitgliedern. 10, wir haben 15, sie haben 10, sie haben 4. Wenn wir sie rausschmeißen... Dann würden wir sie erheblich schwächen. Das heißt, wir schmeißen die raus. Sie sagen nein, ich sage ja. Auf Wiedersehen. So, also, sie sind raus. Jetzt wird verteilt, neu verteilt. Das Avar Castle, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich enthalte mich. Eigentlich müsste ich gucken, wo was ist. Ich glaube, das wäre schon wichtig. Und zwar aus dem Grund, dass die Leute das dann auch jeweils kriegen, die ich theoretisch zu mir holen möchte. So, wir lassen mal laufen. Der Besitzer von Bagdad. Ah, hier unten. Ah, hier, Avar Castle, okay, Bagdad. Bagdad könnten wir schon an ihn schieben und könnten ihn versuchen, hier hinten zu installieren und ihn dann zu uns holen, ja? Das heißt, ich sehe das durchaus. Dass wir ihm Bagdad geben und ihn dann versuchen, nach oben Richtung Georgien zu drücken und die Familien dann jeweils zu uns kommen lassen. So, viel Besitz hatten sie ja, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war's, ne?
Okay. Na, das sind die beiden Familien hier oben. Es kann niemand mehr dagegen stimmen, weil niemand hat mir wirklich Einfluss. Dann schauen wir mal, wer was kriegt hier. Theoretisch wären wir noch in der Nähe. Ich mische mich hier mal nicht ein. Aber wir könnten gucken, dass wir gute Beziehungen mit denen jeweils kriegen, dass sie die Sachen kriegen. So, jetzt hat er das hier. Ja, also im Grunde genommen macht er jetzt die Ecke. Das hier wird jetzt auch nochmal verteilt, geht wahrscheinlich auch an ihn. Ich unterstütze das hier. So haben wir ihn nämlich ein bisschen umklammert. Das heißt, die Chance, dass er zu uns überläuft, ist relativ groß. Ja, also jetzt sitzt er hier drin. Wir docken hier an, wir docken hier an, wir docken da an, wir docken auch hier an. Das heißt, er ist vom Rest relativ isoliert. Und so könnten wir ihn unter Umständen zu uns ziehen, ne? Weil er doch ein gutes Stück an uns angrenzt. So, hatten die noch was? Ich glaube, das waren nur die zwei, ne? Also. Nahrungsverbrauch, wenn wir im Belagerungsschlacht sind, Truppensold, Belagerung, Nahrung während der Belagerung finde ich besser. Gut, wir spielen unser perfides Spiel weiter. Der muss raus. Bisschen heftig, dass sich jetzt gar niemand mehr wehren kann, ne? Dass gar kein Einfluss mehr geltend gemacht wird, aber wir haben sie einfach an die Wand gefahren, alle. Wodan grüßt dich, ich hoffe, es geht dir gut. Hallo, hallo. Salto, was, wer? Er ist dem Empire wieder beigetreten? Nachdem ich ihm... Ich habe ihn rausgeworfen und sie haben ihn wieder eingeladen. So aber nicht. So aber nicht. Und weil er natürlich noch nichts besitzt, hat der Anspruch darauf. Wie frech ist das denn? Ich schmeiß ihn wieder raus. Sicher nicht. Hallo. Hallo, hallo. Nein, nein. Nein, nein. Das machen wir ganze Planung kaputt hier. Gehen Sie bitte wieder. Okay, das ist der Clan, der Königsclan. Der soll das hier nicht kriegen. Du kannst nicht meckern, das klingt doch gut. So, jetzt hat er das hier gekriegt. Hatten die noch was? Es ist wieder beigetreten, der Elende. Ich schmeiß ihn wieder raus. Ich schmeiß den einfach jedes Mal wieder raus. Mistra Castle. Was hier unten?
verstehe. Das hätte ich gerne, aber da stehe ich wieder nicht zur Auswahl. So, dann ist er der Nächste, der gehen muss. Außer wir sagen, wir nehmen die Familie auf. Also, dass er hier unten, ne? Ich meine, er dockt relativ viel an uns an. Das darf man nicht vergessen. Also, er wäre theoretisch gut zu übernehmen. Deswegen habe ich ihn auch noch drin gelassen. Clan Rang 5 und 3 Mitgliedern ist er brauchbar. Könnte zu uns wechseln. Auch hier 3, hier 2. Das heißt, das sind die Familien, die ich theoretisch mitnehmen möchte und wo wir sie suchen werden. Mit 8,6 Millionen, glaube ich, stehen die Chancen nicht schlecht. Jetzt bin ich mir nur am Überlegen. Könnte es sein, dass sie irgendwann so viel Besitz haben, dass sie nicht mehr zu uns kommen wollen. Ja, also weil es zu viel Besitz ist, dass der Wechsel schwierig ist. Weil sie kann hier hinten das unmöglich verteidigen. Alleine. Wie will sie das machen? Wer könnte das verteidigen? Na, wir gehen risikomäßig. 6 Lehen. Raus mit ihr. Sie oben in Georgien. Das heißt, das wird neu verteilt. Das hier, wahrscheinlich an ihn. Ich weiß nicht, warum sie Anspruch darauf hat. Er dockt hier halt auch nicht schlecht an, aber nicht genug an uns. Ich meinte, sie hatte noch was. Das hier. Also er mag uns mit 100, ne? So, die Gewürzehändlerin ist noch aufgestiegen. Sie führt gerade eine Armee, aber das ändern wir eh bald. Bald wir können. So, ich meinte, das war's. Sie hat mehr Besitz, hatte sie nicht. So, jetzt ist die Frage, schmeißen wir die auch noch raus oder nehmen wir die ganzen Besitztümer von ihr dann ein? Wenn wir sie rausschmeißen und wir verteilen den Großteil, könnte das doch nochmal schwieriger werden, die anderen. Je mehr Besitz sie haben, desto teurer kommt der Übergang, ne? Ah, der ist alt genug. Es sind jetzt 2. Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt zum Beispiel nochmal heiraten würde,
Also sie ist halt Pers. Es ist eine persische Familie. Wir könnten die auch einfach hier hinten behalten. Und das dann versuchen. Versuch sie umzudrehen. Ja, das Ding ist... Also sie ist Clanrang 4, noch nicht mal 5. Und besteht aus zwei Leuten. Also jetzt neu er. Er wird heiraten, er wird also noch jemanden in die Familie reinheiraten. Die sind, glaube ich, schon verheiratet. Ja. Aber ich meinte, die haben Kinder, die irgendwann noch alt genug werden. Der ist in 3 Jahren alt genug, dann kämpft er mit, da sind es 3. Hier wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Wir könnten jetzt versuchen auszutreten. Sieben Lehen, 4, 2, 5 und 6. Sie sind auch so geschwächt, dass sie theoretisch nicht mehr in der Lage wären. Sie sind theoretisch gar nicht mehr in der Lage, eine Armee auszuheben. Wollen wir Byzanz wiederbeleben? Wir könnten theoretisch ein byzantinisches Reich gründen. Oder ein arabisches Reich. Aber Konstantinopel sollte die Hauptstadt sein, natürlich. Wir können auch ein arabisches Großreich machen, das spielt gar nicht so eine Rolle. Ich bin wirklich am Hadern, ob ich die nicht noch kicke. Oder ob wir versuchen, sie zu uns zu holen. Also hier haben wir gute Chancen, die zu holen, weil das dockt direkt an, ne? Anschließend können wir versuchen, die direkt mitzunehmen, weil die docken auch relativ an. Das heißt, wir müssen nur das einnehmen, ne? Dann würden die hier unter Umständen gleich wie mitfallen. Mein Ex-YouTube-Algo hat dich empfohlen und hab deine heilige Schweiz-Reihe gesuchtet. Das freut mich zu hören, Mann. Das hat super viel Spaß gemacht. Der Schweizer Run, das war cool. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Das hier ist auch cool geworden, jetzt, bis jetzt. Mal gucken, wie es noch weitergeht. Oströmisches Reich. Das Oströmische Emirat. Das Oströmische Sultanat. Das Oströmische Sultanat, das ist doch was. Also wir müssen ganz kurz die Sachen durchgehen. Die fernöstliche Schweiz. Ja, jetzt wird's aber speziell. Also, er fällt. Dann brauchen wir das. Und unter Umständen das. Und dann fällt auch er. Mit den beiden. Und dann würde er fallen. Besonders wenn die Tabriz hätten. Und dann könnte das hier als nächstes sein. Und er ist vielleicht ein bisschen weit weg. Die Frage ist, wie stark sind sie ohne mich? Wie groß ist meine Macht? Ich überlege gerade. Mein Gedanke ist, übernehmen wir uns mit den Familien. Ne? Er kann selber schon recht viel ausheben. Sie könnten was ausheben. Sie, sie, sie und sie. Die Beziehungen sind mit den meisten relativ gut. Durch deine Reihe habe ich auch die Europa-Mod geladen und mit Persien angefangen. Ist ein super Mod. Ist mega geil. Ist super geil. Sehr zu empfehlen, ja. Freut mich zu hören, dass es gefällt. Gut, in der nächsten Folge für euch auf YouTube werden wir aus dem Reich austreten. Ich werde vielleicht noch kleine Feinabstimmungen durchführen, dass ich vielleicht den einen oder anderen noch rauswerfe. Gucken wir mal. Und dann fängt der Bürgerkrieg an.
Der von langer Hand geplante. dann muss ich mir noch überlegen, wo wir unsere Leute dann hinschicken. Ah, ein bisschen Planung braucht es noch. Seid ihr voll? Nein, ihr seid noch nicht voll. Hä? Wir müssen eigentlich fast schneller rekrutieren. Aber wir kriegen hier eine relativ große Truppe zusammen, für die ich keinen Einfluss brauche. Wie hast du es denn geschafft, den ganzen Balkan zu bekommen? Wieso hat niemand anders was erhalten? Also dadurch, dass ich ja hier die Sachen... Also je weiter... Ich erkläre es mal so. Wenn er hier was hat und ich hier was einnehme und das alles schon mir gehört, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das kriege, was hier hinten ist, höher. Also je näher ein neu eingenommener Besitz an deinem bereits vorhandenen Besitz dran ist, also je näher von der Distanz her, desto wahrscheinlicher ist es, dass du kriegst. Dadurch, dass alle hier hinten was hatten und ich angefangen habe, hier alles zu kriegen, war es so, dass wir hier einen hohen Anspruch hatten. Irgendwann waren wir aber so überdehnt, dass wir so viel Besitz hatten, dass es angefangen hat, umzudenken. Also, dass die Distanz nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat, sondern die Anzahl der Besitze wichtiger war. Da wir schon 17 Besitze hatten, also Burgen und Siedlungen und Co., wurden andere präferiert. Andere bevorzugt. Und das war der Grund. Und wir sind Clanrang 9. Also ein hoher Clanrang sorgt natürlich auch dafür, dass wir einen hohen Anspruch auf viel haben. Sprich, die Distanz war bei uns der Grund und ein hoher Clanrang. Thoresh, danke für 72 Monate. Gut. In der nächsten Folge entscheiden wir aus Konstantinopel heraus, was wir machen. Ob wir noch einen Clan rausschmeißen, ob wir den Risikoweg gehen und versuchen, die Clans zu überzeugen, zu uns zu kommen. Das alles in der nächsten Folge. Ihr wisst, es funktioniert auf dem Let's Play Channel. Like da lassen, Kommentar lassen, gerne Feedback da lassen und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.